Willkommen zurück. Wir befanden uns im Kampf. Und den beende ich jetzt nochmal schnell. Und es geht weiter auf die Suche nach Noah. Ich gehe mal, wie gesagt, davon aus, wir sind gleich am Eingang, aber wir werden es gleich sehen. Mann, ich will den Kampf aus dem Weg gehen. Jetzt erst recht. Aber der Slime will uns einfach nicht gehen lassen. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Wir sind alle paralysiert, gelähmt, wie auch immer. Jetzt können wir nur noch auf uns einkloppen lassen. So. Miau ist die einzige, die angreifen kann. Also lassen wir sie angreifen. Inzwischen kann Noah angreifen, aber mich auch nicht mehr. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hoffen wir mal, dass Miau gleich wieder zurückkommt. Weil mit Odin müssen wir noch 4 Runden warten, bis die Gegner besiegt werden. Alle wieder da. Dann müssten wir jetzt kurz einen Prozess mit denen machen. Ja, das geht doch ganz gut. Wenn sie dann alle können, dann geht das gut. Jetzt haben wir dann wieder eine T-Kreuzung. Jetzt haben wir den ersten Punkt erreicht, wo ich sage, ich habe mich verlaufen. Aber ich gehe trotzdem mal ins Innere da. Weil ich mal davon ausgehe, dass wir spätestens da irgendwo zum Eingang kommen. Ich will zwar eigentlich noch nicht zum Eingang, aber einfach nur als Orientierungspunkt, damit ich weiß, okay. Ich bin hier. Dann kann ich ja da lang oder da lang. So, Noah macht, Odin macht ganz ordentliche Arbeit. Und damit sind die Farmer auch Geschichte. Mal wieder. So, gucken wir uns mal hier um. Wir haben einen langen, großen Gang. Dann gehe ich hier einfach mal die T-Kreuzung entlang und gehe mal nach links oder rechts. Ich drehe mich da einfach mal um, um zu gucken, ob ich da auch so einen langen Gang habe oder nicht. Ja, habe ich auch. Dann gehen wir hier lang. Da haben wir einen langen Gang und wir haben am Ende einen Gang. Ich nehme den Endgang hier. Dort ist eine Tür. Ich schätze mal, der Dungeon ist auch schon so verzwickt, dass es mehrere Etagen geben wird. Und dementsprechend glaube ich mal, dass es Treppen nach unten sein werden. Ist nur die Frage, wie weit... Ja, es geht nach unten. Wie viele Etagen hat das Ding und vor allem, wie weit geht es nach unten? So, wir heilen uns doch mal eben schnell mit den Burgern. Um etwas auf der sicheren Seite zu stehen. Ich habe nämlich keine Lust, dass ich plötzlich gleich irgendwelche starken Gegner über den Weg laufe. Und plötzlich in Bedrängnis komme. Weil sobald wir ein Partiemitglied verloren haben, wird es schwer für uns.
Kann man so ohne weiteres sagen. So, der rote Schleim hat auch aus dem Weg geräumt. Vor allem mit alles ihrer Kraft, die ja schon wirklich die Dinger mit einem Schlag fertig macht. Da geht das ganz gut. Hat sich auch scheinbar gelohnt, das neue Schwert zu kaufen, weil der Schaden, der ist doch schon beachtlich. So, wir haben eine Truhe. Mit 50 Mesetas drin. Dort haben wir eine Truhe. Mit einem Flash drin. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Gehen wir weiter hier lang. Ich versuche mal zu rennen. Natürlich geht's nicht. Dann greifen wir halt an. Wie heißt es so schön? Angriff ist die beste Verteidigung. Also hoffen wir mal, dass das alles so gut hinhaut. Und wir nicht allzu viel Leben verlieren, weil das immer sehr ärgerlich ist. Und vor allem Heilmittel kostet. Ohne Ende. So. Diese Runde müsste... Ja, das ist doch okay. Odin hat schon wieder Level erreicht. Das geht also relativ fix im Moment. Da kann man sich ja nicht beklagen. Da war nichts. Hier haben wir einen Red Slime, der mit einem Schlag tot ist. Und hier hätten wir vielleicht eine Truhe. Nein, keine Truhe, aber ein Weg. Und hier haben wir eine Truhe. Mit noch einem Flash. Also die kriegen wir hinterher geworfen gerade. Und hier haben wir... Und wie kommt mir das alles so bekannt vor? Wir werden es ja gleich sehen. Nee, es ist ein anderer Weg. Eine Truhe. Mit einem Burger drin. Den setzen wir auch mal gleich ein. Alice kriegt einen Burger. Miau kriegt einen Burger. Und vor allem Odin kriegt einen Burger. Vielleicht sogar zwei. Nee, der kriegt erstmal nur einen. Dann gehen wir hier mal weiter. Ein anderer Farmer. Aber auch nicht besonders stark. Zumindest nicht alleine. Gibt 5 Erfahrungspunkte und 8 Mesetas. Das ist ja gar nichts. Nö, dann gehen wir hier wieder lang. Hier haben wir den nächsten Farmer. Wir haben gesehen, auf der hier war... Oh. Wir haben gesehen, dort war nichts. Also gehen wir hier lang. Der nächste Schleim, der auf uns wartet. Wir sehen das mal wieder. So, wir haben da einen Weg mit einer Kurve und wir haben dort dasselbe. Wir gehen mal den Weg hier lang. Das sieht doch vielversprechend aus. Hoffe ich doch. Es ist auch so ein sehr schlimmes Gefühl, wenn man sich schon so verirrt fühlt. Oh, wir haben eine Tür und Odin. Noah?
Noah. So. Wir haben einen Brief vom Gouverneur. Er soll ihn lesen. Sie soll ihn lesen. So. Und wir haben ein neues Partymitglied. Ich habe leider immer noch keinen Spruch, um uns hier raus zu teleportieren. Was mich gerade sehr ärgert, weil ich muss jetzt zusehen, dass ich wieder hier rauskomme. Und ich habe keine Ahnung wie. Immerhin haben wir schon mal Noah. Das heißt, ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich nur noch rauskomme. Und zum Glück gibt es nur zwei Etagen. Das heißt, wir können uns auch darauf konzentrieren, dass wir erstmal nur eine Treppe suchen. Gehen wir mal auf die Suche. Und hoffen wir mal, dass wir das alles relativ zügig und schnell finden. So, der Red Slime ist weg. Den Geldbeutel freut's. Und wir gehen mal geradeaus und gucken, was es hier um die Ecke gibt. Außer Farmer. Lauf mal weg. Gehen wir nochmal gucken. Nix. So, wir gehen mal geradeaus. Ich glaube, die Richtung, aus der sind wir gekommen, das würde sich ja anbieten. Wenn ich den Weg weiterverfolgen würde. Farmer sind echt anstrengend. Wie gesagt, sobald die in Horden auftauchen, kloppt man drauf los und kloppt und kloppt und kloppt. Normalerweise habe ich immer das Gefühl, die wollen einfach von hier umfallen. Aber die halten auch verdammt viel aus, muss man ja sagen. Ich glaube, das ist auch das Problem, was ich bei denen habe. Dass ich bis auf Alice niemanden habe, der den ernsthaft Schaden zufügt. Das macht das Ganze halt so schwer. Und so langatmig. So, Noah hat schon ein Level erreicht. Das ist sehr schön. Wir benutzen mal eben Noah als Heiler. Und heilen mal eben Alice. Dann benutzen wir Noah nochmal als Heiler und heilen Odin. So, wir haben nämlich noch zwei Burger. Drei Burger, eine Cola. Und Miaus und Alice ihre Punkte zum Heilen. Aber die würde ich ganz gerne noch behalten. Weil ich weiß nicht, wie lange ich hier noch unten rumhänge. Und wie schnell ich den Ausgang finde. Aber hoffen wir das Beste. So. Hier geht's weiter. So, der einzelne Farmer ist schnell erledigt jetzt. So einfach kann er sein. Da gibt's einen langen Gang und da gibt's einen langen Gang. Dann nehmen wir den langen Gang hier. Laufen hier lang. Flüchten einmal. Und gehen in die Richtung. Und schon wieder werden hier irgendwelche Leute von mir. Der Odin wurde gerade gelähmt. So, ich würde sagen, wir irren im nächsten Part weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Feedback wäre schön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.